Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es wieder darum, ob es eine gute Idee war, sich ein Segelboot zu kaufen und vor allem, was am Anfang auf einen zukommt. Aber erstmal geht's wie gewohnt ab ins Intro. Auf dem Boot angekommen, wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen, ob das wirklich eine gute Idee war, uns die Meilenstein anzuschaffen. Wir haben das auch in zwei Punkten gegliedert. Einmal, worüber wir uns wirklich Gedanken gemacht haben und was wir wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Aber worüber wir einfach nicht nachgedacht haben. Ja. Und wir im Nachhinein gemerkt haben, war vielleicht nicht immer so gut. Aber manchmal auch gut, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Aber darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer rein. Fangen wir an. Worüber wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben, war natürlich der Spaß am Segeln. Dass wir viel entdecken können von der Welt, natürlich erstmal von der Ostsee, irgendwann mal, wie wir schon sagten, rüber nach Skandinavien. Wir immer einen tollen Urlaub haben, weil das natürlich dieses Boot unsere Sommerurlaub ersetzen soll. Man muss natürlich am Anfang viel investieren, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Aber man bekommt dafür auch eine Menge wieder. Und worüber wir uns noch Gedanken gemacht haben, was wir für Führerscheine brauchen. Da haben wir uns auch immer gut informiert und haben diese noch recht schnell gemacht. Also wir saßen eines Abends auf der Couch, haben geguckt, was wir für welche brauchen, haben diese Online-Kurse gebucht, unsere Fahrstunden gebucht und ruckzuck hatten wir dann die beiden Scheine auch schon in der Tasche gehabt. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wir hatten ja bei euch auch eine Umfrage auf Instagram gestartet, wem so die Führerscheine wichtig sind und nicht. Es gibt Leute, denen ist halt nicht so wichtig, aber das war echt ein guter Austausch. Da haben wir gemerkt, die Begründungen, die machen Sinn. Aber wir würden niemals unser Boot, auch wenn es ohne Führerschein möglich wäre, unser Boot ohne Führerschein halt bewegen. Wir haben gemerkt, es gibt so viel zu lernen, zu wissen. Ja, niemals ohne Führerschein fahren würde für uns niemals in Betracht kommen. Genau, und wir brauchen ja für unser Boot, was wir uns jetzt gekauft hatten, einen Führerschein, da das ja einen 27 PS Motor hat. Und man ja nur bis zu einer bestimmten PS-Anzahl ohne Führerschein so ein Boot halt bewegen darf. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessanten Teil, worüber wir uns keine Gedanken gemacht haben und im Nachhinein, was wir ja vorhin schon gesagt haben, teilweise besser war, dass wir uns keine Gedanken gemacht haben. Manchmal wäre es vielleicht besser gewesen, dass wir uns Gedanken gemacht hätten. Was kostet ein Segelboot? Ja, die Fragen, wenn man das jetzt im Internet schaut, kann man wirklich sehr viel drüber nachlesen und jetzt in der Corona-Zeit sind natürlich die Preise auch durch die Decke gegangen. Wir haben Glück mit unserem Boot gehabt und sind auch wirklich zufrieden, aber wir haben uns am Anfang halt wirklich, ja, nicht damit auseinandergesetzt, wie hoch ist eigentlich so ein Anschaffungspreis, also wie hoch ist der Preis, um sich ein Boot zu kaufen. Und vor allem, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Boot, nehmt euch bitte immer jemanden mit, der Ahnung davon hat. Wir hatten uns auch so viele Boote angeguckt und wir beide sind erstmal nur vom Optischen ausgegangen. Wir hatten da auch nicht so viel Plan vom Boot, was braucht ein Boot, was wäre gut, was in Ordnung ist, was kann man noch machen. Da war immer mein Papa mit, der uns da unterstützt hat und wir sind so weit gefahren, mein Papa ist so weit für uns gefahren und es waren so viele blöde Boote auf dem Markt, wo es keinen Sinn gemacht hatte, die für das Geld zu kaufen. Und wie Dave schon sagt, am Ende hatten wir das Glück und unser Boot eben am Wannsee gefunden zu haben, was einfach für uns in einem Top-Zustand ist, ja. Da muss man natürlich auch oft mal zu so einem Segelboot hinfahren. Also wir fahren fast jedes zweite Wochenende hierher, weil es aber auch gerade in der Nähe von uns ist, um eben schon mal so kleine Arbeiten durchzuführen, wie LEDs wechseln, was haben wir noch so gemacht, Ladegerät. Boot hat natürlich so ein Segelboot und wenn man erst recht jetzt sich ein Gebrauchtboot kauft, dann ist natürlich der Aufwand ein bisschen höher, als wenn ich mir jetzt ein Boot frisch aus der Werft kaufe. Das heißt, wir haben wirklich schon viel gereinigt hier auf dem Boot, das eine oder andere erneuert. Wir werden noch das eine oder andere erneuern, dass wir halt zum Winter fertig werden und im Sommer dann durchstarten können, also Impeller wechseln und sowas. Aber das gehört halt einfach dazu, wenn man sich so ein Gebrauchtboot kauft. Wir haben natürlich bei dem Erneuern und Reinigen ganz schnell gemerkt, so ein Boot, und das hat man wirklich gar nicht so im Hinterkopf gedacht. Man dachte, das geht eigentlich relativ einfach. Man sollte wirklich so ein bisschen Ahnung vom Handwerk haben.
da muss ich sagen, ich bin natürlich nicht wirklich, ja, das, da oute ich mich jetzt auch, nicht der Handwerklichste. Aber ich muss sagen, in diesen letzten paar Monaten so viel handwerklich dazugelernt, das geht echt zügig. Und wenn man den Willen, die Lust und so alles daran hat, dann ist das auch wirklich gut. Ja, jetzt schon die LEDs selber getauscht, natürlich immer mit Hilfe und mit Nachfragen, und die Ideen, die man hat, die sind immer gut. Man traut sich noch nicht so schnell, die Sachen umzusetzen, aber es läuft. Ja. Es läuft wirklich Dave gut. Dave macht sich sehr gut, muss ich sagen. Schon die ersten Komplimente bekommen. Dave, du hast dich ganz schön gemacht in den letzten 6 Jahren. Ja, und ich denke, man braucht dieses handwerkliche Geschick auch einfach, wenn man unterwegs ist. Gerade wenn man mal irgendwo vielleicht auch längere Strecken macht, dann ist nicht irgendwie immer jemand in der Nähe, der einem irgendwie helfen kann, und dass man auch mal beim Segeln vielleicht kleinere Sachen schnell mal alleine machen kann, ne? Yes. Kostet die nötige Ausrüstung. Das war so ein Punkt, an dem wir uns irgendwie am Anfang gar keine Gedanken gemacht haben. Man will natürlich auch gute Sachen anhaben, die Qualität haben, die lange halten. Darum muss man nach unserer Meinung da auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und das sind natürlich auch Kosten, die muss man einfach mit einberechnen. Segeljacke, Segelhosen. Gut, Schuhe hatten wir uns jetzt relativ günstig gekauft, da werden wir uns auch nochmal bessere holen. Die Rettungswesten, die gehören auch nochmal zu, die man sich anschaffen muss. Für den Hund die Rettungsweste. Das sind ja alles Kosten, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das ist ja jetzt nur was so Ausrüstung angeht, aber auch Seekarten. Ja, der Kartenplotter, gut, da greifen wir ganz modern auf unser iPad zurück. Das ist dann auch so ein bisschen flexibel. Das Streichen vom Anti-Fouling, dass wir Pinsel für Anti-Fouling brauchen. Und das alles, GPS-Gerät, was wir gekauft haben. Genau, wir haben uns Fernglas. GPS-Handgerät gekauft, das Fernglas haben wir uns jetzt noch gekauft. Da muss man auch dazu sagen, wir hatten ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, wir hatten uns jetzt nicht das Fernglas gekauft, was uns am meisten empfohlen wurde, weil wir haben dieses Jahr einfach noch sehr, sehr viele Kosten mit dem Boot. Und was wir uns jetzt geholt haben, ist auch super, hat auch so ein Kompass drin. Beleuchtet. Für ein paar Jahre wird es auch erstmal reichen. Mein Vater hat das gleiche, er segelt jetzt damit, glaube ich, auch schon weiß ich wie viele Jahre. Und von daher ist es auch erstmal in Ordnung. Ne? Man muss nicht immer aufs Teuerste zurückgreifen. Was natürlich wichtig dazu zu sagen ist, das sind halt alles, was für uns wichtig ist. Ja, jeder sieht das natürlich so ein bisschen anders. Wir haben unseren Schwerpunkt halt darauf gelegt, dass die Ausrüstung wirklich vernünftig ist und das Ganze drumherum halt passt. Ja, das ist halt einfach nur unsere Meinung dazu. Ja, genau. Dann, ja, denkt man natürlich, Segeln findet nur im Sommer statt, aber das Boot hat man natürlich auch im Winter. Und so mussten wir uns eigentlich relativ schnell auch Gedanken machen, wo unser Boot überwintern wird. Haben wir aufgrund von Shirins Vater echt die Möglichkeit, auf viele Kontakte glücklicherweise zurückgreifen zu können, dass wir jetzt auch hier in der Havelbaude liegen, obwohl das halt wirklich nicht unser Stammplatz ist. Hier liegen wir wirklich jetzt nur bis zum Winter. Die machen ein paar Arbeiten für uns. Bis zum Frühjahr liegen wir hier. Ja, wir liegen bis zum Frühjahr hier. Also es geht bald los. Und ja, aber da der Liegeplatz in Lubmin, der war auch nicht besser. Oder nicht einfacher zu bekommen. Ja, genau. Wir hatten uns ja wahrscheinlich auch wie alle, die einen Platz an der Ostsee suchen, uns bei vielen beworben, auch viele Absagen bekommen. Lubmin war unser Favorit und wir hatten auch echt Glück, dass wir doch einen bekommen hatten. Meine Eltern liegen da, wie gesagt, auch schon viele Jahre. Das hatten wir schon mal in einem anderen Video gesagt. Und da sind wir auch wirklich mega dankbar, dass wir den Platz da bekommen haben. Wir sind aber auch der Meinung, dass Lubmin, was Shirin gesagt hat, wirklich unser Favorit war. Und eigentlich wollten wir gar keinen anderen Hafen. Aber wie es so ist, man muss ja immer Plan B und C in der Tasche haben. Genau. Und sind wirklich glücklich, dass Lubmin uns so schnell den Platz zur Verfügung stellt, dass wir wirklich jetzt ab 1.4. oben in Lubmin liegen können. Genau, und auch direkt mit dem Hallenplatz, was wir natürlich auch ganz angenehm finden. Was anderes gab es auch gar nicht mehr. Von daher hatten wir wirklich Glück gehabt. Ja, wenn man so zurückblickt, könnte man denken, man ist das Ganze vielleicht ein bisschen blauäugig angegangen. Für uns beide war es die Sache richtig so, wie wir angegangen sind, weil für uns war es der erste Schritt im Leben, den wir relativ spontan gegangen sind, vor allem so einen großen. Hätten wir jetzt so viel drüber nachgedacht, was für Kosten, was für Anschaffung, was für eine Summe da am Ende einfach wirklich zusammenkommt, hätten wir das nie gemacht. Wir sind einfach happy, das gemacht zu haben, jetzt hier auf unserem Meilenstein zu sitzen, im Frühjahr zur Ostsee hochzufahren, zu segeln. Ja. Ja, wie gesagt, manchmal ist spontan gut, manchmal nicht. Bei uns war es gut, dass wir spontan den Führerschein gemacht haben und uns genau. Halt spontan dann dazu entschieden haben, dieses Boot zu kaufen. Besser geht's nicht. Ja, und auch wenn man so ein Boot hat, muss man natürlich auch mal daran denken, dass man sich immer Rücklagen schafft. Ne? Es kann immer was passieren, man sollte immer ein bisschen was
haben. Im Petto. Im Petto, genau, falls dann was machen muss am Boot. Abschließend können wir sagen, es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Idee, sich ein Segelboot zuzulegen mit allen Punkten, die wir gesagt haben. Aber das müsste auch jeder für sich selber beurteilen. Ich bin der Meinung, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal. Denkt dran, drückt die Glocke, klickt abonnieren und dann sehen wir uns nächstes Mal. Und seid dabei, wenn wir ablegen.